Straßenkaserne Wels, der Garant für Sicherheit und Leistungsfähigkeit. Eine Garnison als Wirtschaftsfaktor im Zentrum Österreich. Dann sind die Sprechchöre losgebrochen, liebe Führer, komm doch bald, unsere Füße sind schon kalt. Also es war damals, möchte ich sagen, eine Begeisterung. Und wenn Fliegeralarm war, haben wir die Kinder genommen und sind in gegenüberliegendes Haus gegangen, da sind wir in den Keller runtergegangen. Und dann haben wir gewartet, bis die Entwarnung kommt. Die Sonne hat sich verdunkelt. Es hat in der Fritschmühle gebrannt, es hat in der Alpenjägerkaserne gebrannt. Und dort, wo heute das ehemalige Hinterplastikwerk steht, waren mehr oder minder Garagen und Einrichtungen der Wehrmacht. Das hat natürlich alles gebrannt. Das war gegenüber vom Krankenhaus, da ist meine Mutter dort beschäftigt und die hat dort gearbeitet. Und die hat einen Bombensplitter an der Halsschlagader erwischt. Und die ist nicht ins Krankenhaus dort zurück rein, wo es sicher gewesen ist, sondern die ist in die nächstliegende Schoder gekommen und in der Schoder ist meine Mutter dann verblüht. Diese Bomben hat es zum Teil, wenn ich daheim war, hat man es gesehen, wie die Bomben ausgeklingt sind. Und schrecklich der Gedanke, wenn es da erwischt, nicht?